Heftige Ehebruchvorwürfe gegen Dauersingle Paul Janke. Der RTL Rosenkavalier soll bereits seit 3 Jahren mit der Millionärsgattin Katrin Bösch liiert sein. Und das, obwohl diese mit dem Unternehmer Wilfried Bösch verheiratet ist. In einem Interview mit der Zeitschrift Funte packt der betrogene Ehemann nun aus. Die beiden haben sich über Instagram kennengelernt und sich vor 3 Jahren zum ersten Mal im Restaurant Vapiano in Osnabrück getroffen. Paul habe seine Ehe zerstört, so der Unternehmer. Gegenüber RTL dementiert Janke die Vorwürfe. 2017 seien er und Katrin für etwa 1 Jahr ein Paar gewesen. Zu diesem Zeitpunkt sei Katrin aber bereits von ihrem Mann getrennt gewesen. Bis Anfang 2019 haben die beiden dann keinen Kontakt gehabt und sich erst bei einem Event wiedergesehen und ausgesprochen. Seither seien sie nur gute Freunde. Dass die beiden trotzdem gemeinsam am Flughafen gesehen wurden, soll laut Jankes Management berufliche Gründe haben. Was meint ihr? Könnte an den Vorwürfen etwas dran sein?